Xbox schauen sich X-Men und X-Files
Scheibe mit einem X-Waffen sich röntgen. Wir nennen unsere Kinder sogar Generation X. Wichtig ist, dass X das Zeichen des ägyptischen Sonnengottes Osiris ist. Osiris ist einfach eine spätere Version von König Idara, Suma, auch bekannt als Thor und Artus. Wow. Osiris war die führende Gottheit im ägyptischen Sonnenkult. Die Geschichte seines Todes ähnelt der des Helden der Freimaurerei Hiram Abiff, des Großmeisters und Architekten von Salomons Tempel, der ermordet wurde, weil er Freimaurer Geheimnisse bewahrt hatte. Die Geschichten sind bewusst verwickelt, wissen aber einfach, dass das X-Symbol für die dunkle Seite wichtig ist. Freimaurer und andere verwenden den Buchstaben X als Zeichen für Lucifer, den Sonnengott. Es ist kein Zufall, dass Twitter jetzt X heißt. Unter dem Sonnengott Osiris gibt es nichts Neues. Im hebräischen Alphabet ist X mit Samet S verbunden, dem Symbol einer Schlange oder eines Drachens, Reptilien, der einen eigenen Schwanz verschluckt. Dieses okkulte Symbol wird von den Illuminaten häufig verwendet. Nehme ich auf? Ja. Häufig verwendet und sie lieben es, es in Dingen wie Kinderfilmen, Kleidung und so weiter zu verstecken. Es gibt einen Grund, warum es Samet auf dem Cover von Texas Mars, unglaublichem Buch Codex Magica steht. Etwas leichter ausgedrückt symbolisiert Samet Weisheit und den Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt. Metaphorisch ausgedrückt, wir werfen unsere Reptilienhaut ab, um ein spirituelles Leben zu führen. Auch wenn sie es möglicherweise leugnen. Okay, wieso nicht Reptilien? Ich meine, die Evolution weiß, es fing mit den Reptilien an und wir haben sehr große Ähnlichkeit. Unser Körper hat sehr viel Ähnlichkeit mit Reptilien haben, also unsere Verwandten. So weiter geht's. Wir testen uns schon. Auch wenn sie es möglicherweise leugnen, bedeutet die Tatsache, dass sie auf Twitter sind. Sorry, X. Dass sie unwesentlich den Illuminati-Gott Osiris, also X, verehren. Du verehrst Lucifer, Kreuz X, mein Herz. Als Übersetzer halt, ne? Die Verwandlung von Twitter in X markiert für die Illuminati ein bedeutendes Ereignis, da wir in eine neue Weltordnung eintreten. Wirst du X weiterhin deine Macht, Aufmerksamkeit und dein Geld Anbetung schenken? Okay, warum gibt es denn jetzt erst eine Weltordnung? Sind die dann erst seit 1-200 Jahren? Das Reptil ist aufgetaucht. Weiter geht's. Wirst du X weiterhin deine Macht, Aufmerksamkeit und dein Geld Anbetung schenken? Natürlich werden sie das tun. Denn wie ich sind sie süchtig nach dem elektromagnetischen Methamphetamin, das jetzt X heißt. Elektromagnetisches Methamphetamin. Die illuministische freimaurerische Bedeutung des X ist einfach diese, es ist das Zeichen von Osiris, dem großen ägyptischen Sonnengott. Ich habe völlig vergessen, die Bilder anzuschauen. Schauen wir mal das erste an, was ich gelesen habe. Über hier Joe Black und Besuch bei Rothschild, Bloodlines of the Illuminati, Fritz Springmeier. Okay. Also die Deutschen haben eine Menge Deutsche sind ganz oben irgendwie. Also deutscher Name, keine Ahnung.
YouTube einen Grund, hier jetzt zu sperren.
Menschenjagdfilm. Serving Ja, Leute.